Hallo liebe Tischtennis-Community und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wichtiges Video zum Thema Noppen. Dafür haben wir hier die Sabina und die Laura mit am Start. Mein Name ist Björn. Bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr mehr über das Thema Noppen erfahren möchtet. Jawohl, weiter geht's mit dem Video. Sabina, kurze Vorstellung, 16 Jahre alt, Jahrgang 2005 und hat einen TTL-Wert von knapp 1800, müssen ungefähr 1780 sein. Laura, 13 Jahre alt, Jahrgang 2007, TTL-Wert von ungefähr 600 Punkten. Beide spielen noch gar nicht so lange Tischtennis, die haben relativ spät angefangen, um dann noch quasi so ein nachwuchsleistungssportlichen Weg einzuschlagen und haben es trotzdem geschafft mit ihrem Spielsystem, ja, in ihrer Altersklasse zu den besten Spielerinnen Hessen und auch Deutschland zu zählen. Sabina beispielsweise jetzt schon in der Regionalliga aktiv und vor kurzem das U18-Qualifikationsturnier in Hessen bei uns gewonnen fürs Top 48, wo sie normal mitgespielt hätte. Auch Laura hätte Top 48 U15 gespielt. Leider ist das Turnier jedoch ausgefallen. Aber wie die beiden eben dieses Level erreicht haben bisher und was wir so mit denen für ein Spielsystem hier eingearbeitet haben, werden wir in diesem Video noch mal ein bisschen ausführlicher erklären. Die beiden spielen auf jeden Fall auf der Rückhand eine lange Noppe ohne Schwamm und auf der Vorhand eine kurze Noppe mit einem dickeren Schwamm. Wir haben jetzt hier von Sauer und Röger ein paar Sachen getestet. Wer es noch nicht kennt, Sauer und Röger auf jeden Fall eine gute Marke für alle Noppenspieler. Solltet ihr euch merken, wir werden die Sachen auf jeden Fall noch mal verlinken und die Schläger gleich noch mal genauer zeigen. Und genau, also viel Spaß mit diesem Video. Sabina, Laura, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Seid motiviert, ihr müsst nicht lachen jetzt bei diesem Versuch, das ist gut. Dann sehen wir uns gleich beim Ball mal wieder, jawohl. Erstmal zeige ich euch den Schläger von der Sabina. Die Sabina spielt jetzt hier von Sauer und Röger das Zeusholz. Ist ein relativ langsames Abwehrholz mit viel Kontrolle. Und wie ihr sehen könnt, hat es ein vergrößertes Schlägerblatt. Größer als jetzt so herkömmliche Hölzer. Auf jeden Fall sehr gut für die Rückhand. Bei ihr ist sie sehr sicher mit und der Belag, den sie hier drauf hat, ist der Hellfire X, der auch quasi so der neue Stern am Himmel von Sauer und Röger im Langnoppenbereich für den Tisch ist und auch damit kommt sie soweit ziemlich gut zurecht. Jetzt zeigen wir euch den Schläger von Laura. Die Laura spielt ebenfalls Sauer und Röger Dominate Allround Holz, ist jetzt ein bisschen schneller als das Zeus Holz und hat auch ein bisschen kleineres Schlägerblatt, wie ihr sehen könnt, nicht ganz so groß und dem Allround Bereich zuzuordnen und hat hier auch die lange Noppe Schmerz ohne Schwamm und genau, damit spielen die beiden. Und wir werden euch erstmal hier ein paar Schlagtechniken von der Rückhand hier zeigen, bevor wir dann die Vorhandschlagtechniken als nächstes demonstrieren. Jawohl, als erstes ist die Laura am Ball einmal dran. Ich spiele Überschnittbälle ein. Sie zeigt erstmal ihre Hauptschlagtechnik auf Überschnitt mit der Rückhand. Einen kleinen Noppenblock nach unten, der relativ sicher sein müsste. Sogar der kaputte Ball, sehr gut. Boah, das war mal. Okay, wie ihr gesehen habt, macht die Laura nur eine relativ kleine Bewegung, spielt den Ball früh ein bisschen nach unten, überwiegend aus dem Handgelenk, bisschen Unterarm dabei und der Ball hat dann Unterschnitt. Ja? Wenn man mehr Handgelenk macht, kann man noch mehr Unterschnitt geben und vor allem kann man da auch mit Platzierung und Länge variieren, dass man den mal parallel spielt, mal diagonal. Zeigen wir auch noch ein paar Bälle. Spielen wir erstmal diagonal, dann nochmal parallel. Jawohl. Okay, sehr gut, auch gute Länge gehabt eben. Probier mal ein paar ein bisschen kürzer zu spielen. Haben wir jetzt nicht so viel gemacht, aber kriegst du, denke ich, auch schon ein bisschen hin. Ja, was eben auch sehr wichtig für Noppenspieler ist, dass die halt mit der Noppe variabel spielen können und aber erst mal am Anfang diese Grundsicherheit haben. Ich weiß nicht, Laura, du kannst dich erinnern, am Anfang haben wir meistens die gleiche Übung gemacht. Einmal schupfen, einmal Topspin, deinen Partner und du spielst einmal Noppenblock und einmal so einen Druckschupf nach vorne. Das war im ersten Jahr immer erstmal so die Hauptübung, bevor man dann mehr dazu nehmen kann. Und
Ja, diesen Druckschupf zeigt euch gleich nochmal die Sabina. Was gleich nochmal die Laura kurz demonstriert, ist ein Angriffsball auf Überschnitt. Das machst du eigentlich fast nie, aber probier es einfach mal aus. Sabina kann es auch nochmal ausprobieren. Als Variante auf jeden Fall auch nicht schlecht, ja. So gerade blocken und ein bisschen draufgehen. Ja. Kannst du schon ganz gut, also ist auch vielleicht Überlegung, das im Wettkampf noch ein bisschen mehr einzubauen zukünftig. Der Ball kommt dann so an, dass er relativ wenig Rotation hat und quasi eher stehen bleibt und dass man halt wirklich auf den Ball zugehen muss, um den gut retournieren zu können. Und auf dem Ball vorher, dass das auch alle verstehen, kann ich nochmal zeigen, wenn ich jetzt hier Topspin spiele und sie blockt mir Noppe ab. Dann muss ich weiter ziehen, sonst bleibe ich eben am Netz hängen, weil der Ball eben Unterschnitt hat. Okay. Dann kommt die Sabina ins Spiel. Sabina, du darfst kommen. Sabina ist mit ihrer Rückhand sehr sicher und spielt auch den Druckschupf sehr gut. Und genau, dann zeigen wir doch erstmal den Druckschupf, den wir so als deinen Spezialschlag bezeichnen könnten. Ihr seht, auch wenn ich jetzt flacher spiele mit ein bisschen mehr Länge, kann Sabine den schon relativ sicher mit diesem Druckschuss beantworten. Und ist jetzt quasi ein Angriffsschlag mit einer langen Noppe am Tisch. Generell sind die beiden auch keine Abwehrspielerinnen. Hier muss man klar differenzieren. Die beiden spielen mit der Vorhand sehr offensiv und mit der Rückhand eben auch tischnah mit diesem Störsystem, wie man es nennen kann, nach unten und eben auch attackieren, um dann eben die Vorhand vorbereiten zu können. Und genau, wie ihr gesehen habt, war es jetzt auch eine relativ kleine Bewegung und trotzdem ein bisschen Tempo dahinter. Ich spiele mal gerade ein paar Bälle weiter hier. Also ich mache mal direkt Unterschnitt. Du spielst diesen Druckschupf. Wenn ich den jetzt schupfen will, seht ihr, was rauskommt. Der hat eben Überschnitt und danach muss ich wieder ziehen, so dass der Schupfball sonst nämlich sehr hoch kommen würde und ich dadurch wahrscheinlich den Punkt verliere, weil sie gut mit Vorhand schießen kann, soll. Sollte mit dem Spielsystem generell vorhanden sein, dass man gut auch mit Vorhand angreifen kann. Man kann sich jetzt nicht nur darauf verlassen, nur Rückhand zu spielen. Es geht natürlich bis zu einer gewissen Klasse auch, aber gerade wenn man höherklassig ambitioniert spielen möchte, sollte man eben alle Schläge können. Da kann ich auch gerade nochmal mit der Sabina ein paar Bälle zeigen, wo sie dreht. Sie hat jetzt gerade eine halblange Noppe drauf auf der Vorhand, spielt sie mal kurz, aber ich denke auch damit sollte es klappen, dass sie da relativ normal angreifen kann und eben auch drehen kann, um den Ball hier so zu übernehmen und zu blocken und auch Topspin spielen kann. Die beiden können generell alle Schläge, die ein Angriffsspieler kann, auch so weit es halt möglich ist und sinnvoll ist und trainieren diese auch, also quasi Rückhandblock, Vorhand Topspin auf Schnitt, Rückhand Topspin auf Schnitt, auch wenn man vielleicht mit der Noppe vielleicht Vorhand Topspin auf Schnitt ein bisschen anders von Technik spielen kann und sollte, aber können sie eben alles und auch bei Longer wäre, das machen wir nochmal gerade zum Ende, zwei, drei Bälle. Der fliegt schon ein bisschen anders, ne, halb lang, ja, zack. Schieß ruhig gegen, wenn du willst. Einen kannst du den zweiten an. Oh! Ja, das wäre ein gutes Ende fürs Video gewesen, aber es ist, denke ich, auch so ein gutes Ende, auch wenn der Ball öfters kommt. Und genau, vielleicht habt ihr ja auch Lust, mal sowas auszuprobieren oder vielleicht seid ihr Trainer und habt Lust, das mal mit dem Spieler auszuprobieren. Man sollte auf jeden Fall, ja, offen für Neues sein, offen was auszuprobieren, wo man vielleicht auch mal einen dummen Kommentar abbekommt, kann sowohl Laura als auch Sabina, denke ich, bestätigen, dass sich da viele mal beschwert haben, ah, mit Noppen könnt ihr sowieso nicht gut werden, mit Noppen, da könnt ihr nur Kreisliga spielen, sobald ihr Damen spielt, dann ist ja eh vorbei und bei euch beiden ist eben ein guter Beweis für all die Spieler, die sagen, ja, Noppen ist tot, Noppen geht nicht mehr. Ich meine, Sabina in der dritten Saison Tischtennis, ohne jetzt krass viel zu trainieren, Oberliga 15-15, schaffen schon nicht so viele. Und Laura, die jetzt sogar im DDB-Kader trainiert und
ja, auf einem sehr guten Weg ist, da noch einiges zukünftig erreichen zu können. Beweisen da eben das Gegenteil, dass man auch mit Noppen durchaus erfolgreich spielen kann, wenn man sie richtig einsetzt und sich damit auseinandersetzt, wie die funktionieren. Und dadurch will ich eben euch hier zeigen, seid ruhig offen, seid mutig, traut euch das zu machen, lasst euch nicht zu viel bequatschen, mit Noppen kann man nicht gut werden und so weiter. Wenn man das ausprobieren möchte, kann man das definitiv machen. Wir spielen nicht mit allen Spielern mit Noppen, bei uns haben aber auf jeden Fall mehr Spieler Noppen als in anderen Vereinen. Trotzdem überwiegend noch Angriffsspieler mit normalen Belägen, aber ich finde es halt blöd, dass dann viele Trainer sagen, ja, okay, Noppe sehr limitierend und so. Bei den Herren ist schon ziemlich schwierig, ab einem sehr guten Niveau, aber in Damen findet man so Spielerinnen sogar in der erweiterten Weltspitze, wie es beispielsweise Manika Batra, Inderin, die auch mit einer langen Noppe Tichtner agiert und da geht einiges auf jeden Fall. Also lasst euch da nicht bequatschen, ich bin mir sicher, fast alle Zuschauer, die hier zuschauen, können eh nicht in die Weltspitze kommen und mit Noppe kann man sogar Top 100 schaffen bei den Frauen am Tisch und bei den Herren gibt es da auch einige gute Leute, die mit dem Störsystem Tichtner ja ein sehr gutes Niveau haben. Deswegen seid auf jeden Fall offen. Was auch gut ist, ihr beide, wenn ihr jetzt mit anderen Spielern trainiert, dann sind die auch meistens, ja, manche finden es blöd, ich habe keinen Bock drauf und so weiter, aber meistens sind die im Nachhinein dankbar, dass sie eben auch gegen krumme Spieler oder Spielerinnen, die anders spielen, anders agieren, gut klarkommen und lernen eben ein bisschen besser mit Rotation, Flugkurve und Spin und ja, Tempovariationen umgehen zu können. Und genau, ich denke, die beiden können auf jeden Fall sich noch viel verbessern die nächsten Jahre. Wir haben jetzt noch gar nicht so viel gemacht. Wenn ihr dran bleibt, geht noch einiges. Ziele sind da. Mal schauen, vielleicht schaffen wir ja noch 1900 Punkte oder mehr. Danke fürs Zuschauen. Wir werden uns noch öfters in den Videos sehen, also auch Laura und Sabina werden bestimmt mal ein paar Mal mit dabei sein. Falls ihr noch andere Videos von den beiden sehen wollt, verlinke ich die euch in der Infobox. Und wie gesagt, das Material von Sauer Tröger verlinke ich euch auch. Sehr zu empfehlen. Finden die beiden gut, kommen damit gut klar. Das denke ich hier an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, ist jetzt eine Marke, die sich ausschließlich auf Noppen und Material spezialisiert, also auch von den Hölzern her. Und die haben da oft bessere Qualität, als wir jetzt beispielsweise Marken, die überwiegend Angriffsbelege, normale, ja, normale in Anführungszeichen, produzieren. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit trotz Corona und bis bald. Okay, bevor es mit dem Video losgeht, doch noch ein paar Bälle von Laura's Vorhand. Hallo, liebe Tisch. Okay, nochmal.